Hi, ich bin die Niki und ich freue mich, dass du beim Rückentraining dabei bist. Wir haben heute eine gesamte Rückentrainingstunde und zwar bestehend aus Mobilisation, dann natürlich noch einem Teil im Stehen zur Kräftigung und dann noch mit einem Teil am Boden zur Kräftigung mit einem leichten Ausstretchen. Du brauchst dafür ein Hilfsmittel und zwar ein Buch. Du kannst natürlich auch jegliche Hanteln nehmen oder sonstige Gewichte. Je mehr, desto anstrengender wird es, das weißt du aber natürlich. Und jetzt würde ich sagen, pass auf dich auf, falls du Einschränkungen hast. Wir legen los. Wir starten natürlich mal wieder ohne Schuhe. Du darfst dich mal hüftschmal hinstellen, die Hände ganz locker an die Seite. Nimm mal die Schulter hoch und tief. Richtig schön auf und ab. Wir werden jetzt erstmal den Nacken ein bisschen warm machen und durchbewegen. Schau mal, dass du bei jedem Mal tief ziehen, deine Schulterblätter Richtung Pobacken schiebst. Jedes Mal ganz tief. Nimm die Fingerspitzen Richtung Kniekehle. Und dann mal richtig schön hoch zu den Ohren. Das, was wir nie machen dürfen. Und dann aber den Fokus auf tief schieben. Perfekt. Schau schon, dass du nicht im Hohlkreuz stehst, sondern richtig schön aufrecht. Versuch immer ein bisschen Spannung in den Bauch zu bringen, indem du deine Hüfte leicht vorkippst. Achtung, mal rechts und links im Wechsel. Mal rechts tief, links tief. Jetzt darf der Arm schon ein bisschen höher kommen. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Nimm mal deine Hände hinten zusammen. Öffne mal die Brust. Streck dich und komm mit den Armen nochmal tief. Brust rausstrecken und nochmal tief kommen. Richtig schön öffnen und wieder tief. Mal so hoch wie du kannst. Bleib nochmal dabei. Richtig schön hoch. Schultern weit weg von den Ohren. Und auch hier nicht ins Hohlkreuz, sondern bleib mal fest in der Körpermitte. Nur deine Arme bewegen sich und dann bleib mal tief, zieh die Arme ganz weit tief, die Schultern weit weg von den Ohren und jetzt nimm mal den Kopf rechts und links Richtung Schulter, mal Ohr ablegen, da knackt's richtig bei mir, knack, knack. Versuch richtig schön die Brust hier rauszuschieben und die Schulterblätter wieder hinten tief, noch vier. Noch drei, noch zwei und locker mal die Schultern zurückkreisen und so richtig schön nach hinten großer Kreis. Die letzten vier, drei, zwei und der letzte. Mal rechts und links richtig schön die Schulter hoch. Mach's langsam, wirklich langsam kontrolliert. Wichtig sind jetzt große Bewegungen, also stell immer fest, dass du dich in der größtmöglichsten Amplitude bewegst. Du darfst mal gerne den Arm ein bisschen größer nach hinten kreisen. Und versuch mal die Schulter richtig schön auch hier in der ganzen Amplitude durchzubewegen. Richtig schön groß machen und wieder zurück. Groß und rück. Versuch mal aus der Brustwirbelsäule mitzugehen. Deine Hüfte bleibt aber fixiert. Wir machen noch zwei jede Seite und dann machen wir mal einen Unterschied. Wir nehmen mal die Hüfte mit. Komm mit der Hüfte mit und rotiere dich. Und jetzt kommen wir natürlich viel weiter und auch da versuch dich mal so weit wie du kannst nach hinten zu bewegen. Achtung, nimm mal deine Hüfte wieder vorne schön fix. Rotiere mal aus dem Oberkörper rechts und links. Versuch deine Schulter zu rotieren und nicht nur deine Arme rechts und links zu schieben, sondern wirklich aus dem Oberkörper. Deine Hüfte bleibt fix. So, jetzt nehmen wir mal die Arme ein bisschen mit rechts und links, den Ellenbogen jeweils nach hinten schieben. Versuch richtig weit zurück. Nimm mal jetzt wieder deine Hüfte mit. Achtung, rotiere die Hüfte mit. Und du kannst gerne die Hände ineinander verschränken. Und dann mal richtig mit dem Ellenbogen zurück. Nimm die Hüfte wieder mit, wie gesagt. Und jetzt darfst du mal den Arm, der hinten ist, mal lang schieben. Lang.
Die letzten. 4, 3, 2. Wir fixieren die Hüfte wieder. Probier mal weiter zu rotieren. Mit dem Arm lang nach hinten und schau gern dem Arm hinterher. Und die Hüfte und das Knie bleibt wieder ganz schön fest. Ab. Mal nur auf die rechte Seite. Komm mal nur auf rechts rotierend. Und öffne jetzt mal deinen Daumen nach oben. Du kannst auch den vorderen Arm mal nach vorne schieben. Und versuch die Hüfte wieder fix. Andere Seite, Seitenwechsel, los geht's. Richtig weit zurück rotieren. Wir machen noch 4 Stück. Noch 3. Noch 2 und der letzte. Nimm mal deine Hände in die Hüfte und schieb mal deine Hüfte von rechts nach links. Du darfst auch jetzt ein bisschen breiter stehen, wie du siehst. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen tiefer. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen die Brustwirbelsäule. Jetzt wollen wir in den Hüftbereich und aber auch noch Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule mitbewegen. Das sieht vielleicht ein bisschen lustig aus, aber versuch jetzt mal richtig schön die Hüfte zur Seite. So, wir bleiben mal hier auf der Seite. Schieb mal deine linken Arme über Kopf und komm wieder zurück. Schieb deine Hüfte raus, deinen linken Arm über Kopf und wieder zurück. Nochmal lang und rück und lang. Und dann machen wir mal Seitenwechsel. Schieb die Hüfte raus und komm zurück. Hüfte raus und rück. Nochmal. Arm über Kopf und wieder zurück. Und schieb den Arm über Kopf und nochmal Seitenwechsel. Schieb dich richtig in die Banane. Vielleicht spürst du sogar auch hier eine kleine Dehnung. So, jetzt machen wir den Arm richtig lang. Und auch wenn du tief kommst, lang. Und nochmal Seitenwechsel. Mach dich groß in die Banane und komm wieder zurück. Die letzten 2. Und der letzte. Sodele. Versuch jetzt mal in diesem Stand mal die Hüfte vor, Bauch ist fest und ins Hohlkreuz. Hüfte vor, Becken richtig schön abkippen und wieder zurück. Hier rundrücken, Hohlkreuz. Rundrücken und Hohlkreuz. Wenn die Knie leicht angewinkelt sind, dann läuft es immer ein bisschen geschmeidiger. Das heißt also hier, schau, dass du dir ein bisschen Platz machst. Vor und rück und vor. Wir nehmen mal den Oberkörper mit. Mach dich rund und wieder ins Hohlkreuz. Rund und ins Hohlkreuz zurück. Noch 4. 3, noch 2 und einer noch. Jetzt nimmst du die Arme noch ein bisschen weiter mit nach hinten. Öffne dich mal. Mach dich rund und öffnen und nochmal rund, rund und öffnen. So, jetzt sind wir hier im Hohlkreuz, das wollen wir nicht mehr. Schieb mal die Hüfte vor, du bist wieder ein bisschen satt in den Knien, Schultern weit weg und schieb dich mal von rechts nach links. Richtig schön rechts und links. Und zieh dich nochmal richtig lang. Schau, dass die Hüfte wieder fixiert ist. Die letzten 2 Stück. Und der letzte. Und dann darfst du mal richtig schön die Arme durchschwingen, mal locker lassen. Perfekt, die Füße zusammen. Wir kümmern uns noch ein bisschen um die Hüfte, weil auch für einen gesunden Rücken muss es hier in dem Bereich stimmen. Deswegen machen wir mal hier einfach nur das Bein vor und rück. Und das kannst du in deinem Tempo machen. Schau, dass du gerne dich auch festhältst, falls es zu wackelig wird. Und hier mal richtig schön vor und zurück. Jetzt probier mal, dass du hinten anwinkelst und vorne wegstreckst. Hinten anwinkeln und jetzt nochmal die Hüfte nicht ins Hohlkreuz schnellen lässt, sondern hier mal die Hände auf Bauch und Rücken. Und dann versuch mal hier ein bisschen mehr zu fixieren, sodass du spürst, wenn du das Knie anwinkelst hier hinten, vielleicht sogar hier so eine kleine Spannung drauf kommt. Andere Seite. Kick, kick, kick. Auch hier wieder. Zum Glück ist meine Küche da.
konzentrieren. Mal vor und zurück schwingen. Noch 4, 3, 2 und locker. Mal die Beine locken, die Arme locken. Perfekt. Letzte Übung. Dein rechtes Bein kommt mal nach hinten. Ich bin mal bei dir. Deine Hüfte kommt leicht vor. Schau wieder, dass du nicht im Buhlkreuz stehst. Und jetzt push mal nur hier mit der Ferse tief und schieb deine Hüfte richtig rein. Wieder Ferse anheben und richtig rein. Dass du hier eine Spannung spürst in der Oberschenkelvorderseite. 2, 3 Stück noch. Knack, knack. Und dann kombinieren wir das mit einem schönen Schwung rechts und links auf die andere Seite. Und zwar einmal Seitenwechsel. Auch hier Hüfte vor, Ferse pumpt. Kannst auch gerne ein bisschen schneller, wenn du es raus hast, wie du die Hüfte fixierst. Und dann 3, 4 Bewegungen. Und einer noch. Und gut. Kinn auf die Brust, roll dich langsam ein. Bring ein bisschen Stretch in die Rückseite. Hier mal leicht reinfedern. Dann Knie beugen. Stück für Stück nach oben kommen. Oben nochmal Strecken lang machen. Letztes Mal nochmal einrollen. Kinn auf die Brust. Runde Rücken. Arme locker. Nacken entspannt. Und komm nochmal nach oben. Knie beugen. Blick auch mal Richtung Decke. Überall, wie du kannst. Und dann schüttel dich aus. Mach dich locker. Perfekt. Beine ausschütteln. Arme ausschütteln. Wir werden jetzt zusammen 40 Sekunden Belastung haben, 15 Sekunden Pausen zwischendurch. Wir haben Übungen, die wir auf rechts und auf links trainieren. Da dazwischen gibt es immer einen kleinen Piep nach 40 Sekunden. Du darfst sofort die Seite wechseln, es gibt keine Pause. Und wir starten jetzt gleich mit der ersten Übung. Und zwar darfst du dein Gewicht in die Hand nehmen. Deine Knie leicht angewinkelt und dann twisten wir von rechts nach links. Deine Hüfte bleibt maximal fixiert und wir starten, los geht's. 40 Sekunden, rechts, links, rechts, links. Pass auf, dass du jetzt erstmal langsam startest. Du darfst natürlich gerne mehr machen in der zweiten Runde. Ich gebe dir aber jetzt schon Alternativen, wie du schwerer machen kannst. Beug ein bisschen mehr deine Knie und geh ein bisschen in Sumo-Squat. Dann kriegst du ein bisschen mehr Gefühl, dass deine Knie und deine Beine nicht arbeiten. Schultern weit weg, also nicht arbeiten im Sinne von, sie bewegen sich nicht. Und jetzt nicht deine Arme nur rechts und links bewegen, sondern deine Schulter bewegt sich rechts und links. Je weiter du das Gewicht nach vorne schiebst, desto anstrengender wird es. Schau, dass deine Brustwirbelsäule rotiert rechts und links. Gut, die nächste Übung ist ein Swing. Und dazu darfst du erstmal die Füße hüftbreit stellen. Schau, dass du nicht im Hohlkreuz stehst, sondern schön aktiv, wird sich aber gleich geben. Jetzt schiebst du dein Gewicht einfach mal von vorne nach hinten. Je mehr Gewicht, desto anstrengender wird es, das merkst du auch jetzt gleich. Wir werden es ein bisschen erschweren. Schwing mal richtig schön vor und rück. Jedes Mal, wenn der Schwung kommt, muss deine Körpermitte stabil sein. Nimm jetzt mal das Bein zu deinem Schwingarm nach oben, sodass wir in einem Einbeinstand stehen. Und jetzt weiterhin vor und zurück. Und natürlich arbeitet hier nicht nur dein Rumpf, sondern eben auch dein Fuß, dein Sprunggelenk. Und da stabilisieren wir sogar ein bisschen eben das Sprunggelenk. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und je schneller du wirst, desto schwieriger wird's. Und gut, gleich die Seite wechseln. Schwungvoll auf die andere Seite. Schau, dass du richtig schön aufrecht stehst. Der Vorteil ist, wenn du jetzt hier rund stehst, dann bist du total instabil. Und schon alleine nur dadurch, dass wir eben diese Schwungkraft haben, müssen wir hier ein bisschen ausgleichen. So, gerne wie gesagt mit dem Fuß in der Luft. Falls es dir zu viel wird, du merkst, du kannst die Balance nicht halten, dann nimm die Zehenspitze auf den Boden. Ist noch relativ sanft und einfach. Je mehr Gewicht du nimmst, desto schwieriger wird's. Du kannst da auch wirklich, falls du eine 12-Kilo-Hantel hast oder so, auch mal richtig Gewicht in die Hand nehmen. Gut, 15 Sekunden Pause. Als nächstes machen wir eine Vorbeuge. Po nach hinten. Wichtig ist jetzt hier, leg mal dein Buch auf den Rücken, dass dein Rücken immer gerade bleibt.
Also Popo nach hinten, Knie leicht angewinkelt. Es ist keine Kniebeuge, sondern es ist eine Vorbeuge. Das heißt, das Ganze passiert aus der Hüfte. Die Bewegung passiert aus der Hüfte. Und du gehst auch mal richtig schön gestreckt nach oben. Und dann fass mal hier nach hinten. Da darf nichts passieren. Du wirst nicht rund werden, sondern richtig schön stabil. Wenn du soweit bist und du merkst, dass es klappt, kannst du gerne das Gewicht mal vor die Brust nehmen und dann mal hier auf- und abschieben. Po fest, wieder tief, po fest, po tief. Hier merkst du vielleicht, da geht mehr Gewicht. Aber pass auf, wir bleiben mal gleich unten. Und jetzt ziehst du den Ellenbogen ran und wieder weg. Zwischen den Übungen gibt es keine Pause, du darfst gleich weitermachen. Schau, dass du deine Schulterblätter schön tief schiebst und jetzt bist du in der Vorneige. Auch hier wieder, dein Rücken ist gerade, nicht rund, sondern schön gerade Pobacken nach hinten wegschieben. Fall aber nicht zu sehr ins Hohlkreuz, das passiert mir manchmal. Bauch fest, Ellenbogen hoch und ran und hier mal auf und ab. Wenn du mehr möchtest, kannst du schon immer die Seite wechseln, einmal rechts, einmal links. Oder wenn du das Video dann nochmal machst, kannst du hier natürlich mehr Gewicht in die Arme nehmen. Gut, perfekt. Als nächstes Gewicht in die eine Hand. Du stellst dich schön gerade hin, auch hier wieder Bauch fest. Stell dir immer vor, ich komme zu dir und hau dir so ein bisschen in den Bauch. Trotzdem weiter atmen. Seitneigen, schieb dich richtig schön nach unten tief gegen das Gewicht. Und wenn du sogar jetzt noch ein bisschen mehr Spannung willst, kannst du hier mal den Arm über Kopf schieben, wieder ranziehen. Über Kopf schieben, wieder ranziehen. Und hier mal auf und ab. Arm lang, Ellenbogen ran. Arm lang, Ellenbogen ran. Schieb das Gewicht tief an der Seite vorbei und stell fest, dass du hier richtig schön gestreckt bist. Mach noch 5 Sekunden und dann ohne Pause Seitenwechsel. Fliegender Wechsel, andere Seite. Eine Linie im ganzen Körper. Die Schultern schön tief. Auch der Arm, der über Kopf geht, geht die Schulter nicht Richtung Ohr, sondern bleibt weit weg und schiebt dich lang nach oben. Die letzten 15 Sekunden. Wir haben eine relativ lange Belastungszeit. So hast du eben die Chance, auch mit weniger Gewicht an deine Grenze zu kommen. Aber natürlich, wie gesagt, wenn du merkst, du möchtest mehr Gewicht. Gut, locker. Als nächstes kommt jetzt noch die Standwaage. Und dann haben wir den Block durch. Den machen wir dann nochmal. Rechtes Knie mal nach oben. Du tippst mal unten auf der Zehenspitze an und kommst wieder zurück. Hüft schön parallel. Wenn du schon mehr möchtest, gehst du natürlich mit dem Bein nach hinten und wieder zurück. So, jetzt haben wir natürlich unser Gewicht in der Hand. Du kannst jetzt jedes Mal deinen Arm über Kopf nehmen und wieder zurückschieben. Arm über Kopf und wieder zurück. Richtig schön lang über Kopf und zurück. Es darf wackeln. Und wenn du merkst, die Balance ist schuld, dass du den Rücken nicht trainierst, du kannst auch gerne hinten auftippen und trotzdem den Arm über Kopf. Wenn es dir auf Dauer zu viel ist, gerade mit dem Überkopf-Seitenwechsel, dann kannst du auch einfach nur die Arme nach unten tief und hier trotzdem den Rücken gerade halten. Ist immer ganz geschickt mit meinem großen Buch. Da kann man dann auch immer mal noch testen. Ansonsten, wenn du mehr möchtest, Arm über Kopf. Gleich haben wir Runde 1 geschafft. Wir machen dann nur noch eine zweite. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich zu Hause noch mal eine dritte machen. Aber jetzt erstmal Pause locker machen. 40 Sekunden hast du Pause. Die nutzen wir, um so ein bisschen die Schultern durchzubewegen. Mal die Arme rechts und links lang. Ein Warm-up ist auch immer gut vor dem Training. Also für genau solche Sachen, dass man auch ein bisschen schon was übt. So, du darfst dich gleich mal schon wieder in Position stellen. Nimm dein Buch.
Die erste Position war die Twist-Position, gerne in den Sumo-Squat, Popo tief. Jetzt sind wir schon in der zweiten Runde, jetzt können wir es ein bisschen intensiver machen. Du twistest von rechts nach links, dein Bauch ist direkt vor der Brust, nicht vor deinen Schultern, sondern dein Oberkörper geht rechts und links, rechts und links. Und wenn du nicht das Gefühl hast, dann kannst du gerne mal die Hände auf die Schulter nehmen und dann hast du gar keine Möglichkeit, außer aus der Brustwirbelsäule zu arbeiten. Rechts, links. Natürlich, wenn du merkst, du arbeitest da zu Hause vor dich hin und du möchtest vielleicht mal das ein oder andere Mal korrigiert werden. Du kannst natürlich immer mich anschreiben. Wir können einen Termin vereinbaren, das ist ein kleiner Werbeblock. Und dann machen wir ein Personal Training zum Beispiel. Gut, nächste Runde. 6 Sekunden Pause. Wir schwingen wieder vor und zurück. Du kommst wieder in den Einbeinstand und dann vor und zurück. Was du auch probieren kannst, wenn der Einbeinstand dir zu viel ist, du kannst mal in den Tandem gehen. Das heißt, die Füße voreinander stellen in eine Linie. Und dann möchtest du balancieren. Auf dieser Linie. So, jetzt leg mal ein bisschen Zahn zu. Mal das Gewicht vor und zurück. Aber Achtung, nicht loslassen, gell? Das wird der Kamera jetzt nicht ganz so gut tun. Und bei dir daheim, dem Fernseher wahrscheinlich. Stell dir vor, du wirfst mir das Buch zu. Nein, tu es nicht. Noch 5 Sekunden. Und dann gehen wir gleich auf die andere Seite. Fliegender Wechsel. Bauch fest und vor und zurück. Ich habe immer noch prima Ballerina meinen Arm draußen. Gerne noch mit dem Daumen nach hinten geöffnet. Und dann hier vor und zurück schwingen. So, als nächstes kommt unsere Vorbeuge wieder. Und bei der Vorbeuge gehen wir gleich ins Rudern und zwar einarmig. Du hast die Möglichkeit, wie im ersten Durchlauf, natürlich erstmal die Vorbeuge machen und dann mit beiden Armen rudern. Ist ein bisschen einfacher. Aber wir wollen es ein bisschen anstrengender werden lassen. Noch 3, 2, 1 und gut. Gut. Dieses Mal gehen wir in die Vorbeuge. Du schnappst dein Buch, legst am besten deine freie Hand in den Rücken und jetzt rudern wir 40 Sekunden hier nach oben. Bleib mit den Schultern weit weg von den Ohren. Dein Rücken ist wie ein Tisch. Und du kommst hier auf und ab. Auch hier achte auf deine Stellung, weil wenn deine Füße nicht gut stehen, dann kippst du in der Hüfte ab und dann hat es natürlich immer zur Folge, dass es auch mit deinem Rücken ein bisschen asymmetrisch wird. Deswegen immer auf den ganzen Körper achten. Ellenbogen ranziehen, dein Blick ist nicht nach vorne, dein Nacken wäre sonst angespannt, deswegen auch nicht zu den Zehenspitzen, sondern so ganz leicht nach vorne, vielleicht sogar an deinen Mattenrand. Und wir machen gleich die andere Seite. Wenn es dir zu viel ist im Rücken, du darfst natürlich auch mal kurz aufstehen, wieder reinkommen und hier Ellenbogen ran und wieder weg. Ellenbogen ran und weg. Die Vorneige ist technisch nicht einfach. Wie gesagt, nicht so sehr im Hohlkreuz. Du schließt hier die Spannung im Bauch. Auch hier könnte jederzeit eine Niki kommen, die auf dem Popo, beziehungsweise nicht auf dem Popo, aber da auch, auf den Bauch hauen, Ellenbogen hoch. Stell dir vor, ich komme und schwupp. Soll jetzt keine Drohung sein. Nicht, dass ich irgendwelche Nachrichten bekomme, die Niki hat mich bedroht. Gut, Pause, 8 Sekunden. Kurz Pause, Seitneigen. Die Füße stehen wieder hüftbreit, die Schultern schön tief. Und jetzt komm wieder zur Seite. Hier darfst du auch wieder deinen Arm über Kopf. Über Kopf. Lang schieben. Und tief. Der Vorteil von so einer Übung ist, dass man eine kleine Dehnung hat und eine Kräftigung gleichzeitig. Vor allem, wie gesagt, mehr Gewicht in die Hand. Stell dir vor, bei deinem Einkauf, bei deinem Wocheneinkauf oder auch deine Handtasche oder auch deine Bierkiste. Wir trinken natürlich kein Bier, aber deine Bierkiste wiegt alles mehr. Und ich weiß, ihr kennt die Beispiele. Aber das muss man sich mal immer vor Augen führen, dass man dann im Training so 2 Kilo nimmt, Seitenwechsel,
und aber im Alltag eigentlich mindestens 5 Kilo in der Hand hat. Ich habe keine Ahnung, was eine Bierkiste wiegt. Was wiegt eine Bierkiste? Muss man sich mal überlegen, wie viele sind denn da drin? Reden wir lieber über schöne Dinge. 20 Sekunden. So, und wir wollen uns ja im Training auch für den Alltag fit machen und deswegen dürfen wir keine Angst haben vor Gewicht, aber langsam ranführen. Deswegen 3, 2, 1 und gut. Gut, letzte Runde, letzte Minute 30 und dann haben wir es schon geschafft. Wir gehen in die Standwaage, Schultern weit weg und dann hier Arm über Kopf. Rechtes Knie geht nach hinten, Arm über Kopf und wieder tief. Es ist die letzte Übung, also du darfst dir nochmal Gas geben. Die Knie, das Knie ist leicht angewinkelt, dein Standbeinknie, sodass du es besser ausgleichen kannst. Und wenn du merkst, wie gesagt, es ist zu viel und du möchtest vielleicht einfach nur dich konzentrieren auf deinen Rücken und die Balance ist einfach too much, dann kannst du hier antippen, rantippen. Antippen, rantippen. Geht auch. Arm über Kopf. Andere Seite. Ich kann auch mit meinem Buch ein bisschen variieren. Wenn ich das Buch näher zu mir rannehme, ist es ein bisschen leichter, wie wenn ich es weit wegschiebe von mir. Das heißt, auch da könnt ihr so ein bisschen variieren. Je nach Buch natürlich. Je weiter ihr das wegschiebt, desto anstrengender wird es. Je näher ihr es zu euch rannehmt, desto weniger anstrengend. Oder auch ranziehen, wegschieben, ranziehen, wegschieben, wenn ihr merkt, es wird zu viel. Geschafft! Das ist der erlösende Piep. Du hast es jetzt geschafft für das Training im Stehen, das Rückentraining. Wir haben jetzt 25 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Wir haben immer eine Übung, die wir zweimal exakt gleich hintereinander machen. Ich habe aber die Möglichkeit, hier immer Variationen einzubauen, also falls du es schwerer haben möchtest oder leichter. Wir legen uns gleich mal in Rückenlage ab. Du brauchst natürlich dein Buch. Legst dich hier in Rückenlage komplett ab, nimmst die Hände an das Buch und dann drückst du das Buch so ganz leicht weg. Die Schultern ganz weit weg von den Ohren und hier kannst du einfach schon mal ein bisschen Bauchspannung spüren. Das heißt, du bist nicht im Hohlkreuz, sondern kippst deine Lendenwirbelsäule ganz leicht ab. Übrigens machen wir zwei Runden und zum Schluss machen wir noch einen Finisher. Du darfst jetzt immer rechts und links im Wechsel einfach mal ein Bein wegschieben. Versuch mit den Händen gegen das Buch zu drücken, sodass du das Buch gegen das Knie drückst. So, wenn du jetzt mehr möchtest, darfst du gerne mal den Arm, also den gleichen Arm, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein nach hinten schieben und versuch das Buch immer an derselben Stelle zu lassen. Gut, kurze Pause. Da kannst du immer ein bisschen dich durchbewegen. Gerne mal rechts und links. Einfach so ein bisschen die Spannung lösen zur Erholung. Wir haben immer genug Zeit und nochmal genau dasselbe. Wenn es dir zu viel ist, geh an 1 zurück. Du kannst aber auch hier auf dem Boden auftippen, ist nochmal eine leichtere Variante. Gut, wenn du mehr möchtest, nimmst du das Kinn Richtung Brust und jetzt brauchst du richtig, richtig Spannung. Geh mit den Schultern so ein bisschen weg vom Boden und find eine angenehme Position, wo du eben ein bisschen Spannung im Nacken spürst und gut locker. Du darfst jetzt die Übung 2 mit dem Gewicht auf die Hüfte. Hier mal richtig einfach das Buch drauf, die Hände auf das Buch und jetzt versuchst du mal die Ferse so weit du kannst ranzunehmen. Schieb die Hüfte Richtung Decke und komm wieder tief. Bring ein bisschen Druck auf das Buch, sodass du auch hier ein bisschen Bauchspannung spürst. Und dann oben immer Pobacken fest. Und wenn du jetzt mehr möchtest, dann kannst du natürlich immer rechts und links im Wechsel das Knie mit ranziehen. Und du merkst schon, es wird auch wackelig. Drück dich mit der Ferse weg.
Gut, kurze Pause. Gerne mal die Beine lang machen. Bisschen ausschütteln. Wir machen genau die gleiche Übung nochmal. Fersen ganz nah ran. Arme auf die Hüfte bzw. auf das Buch. Hüfte hoch, Hüfte tief. Level 1, hier auf und ab. Level 2, immer rechts und links im Wechsel. Die Hüfte hoch. Und versuch aber auch, wenn du hier einzeln das Bein hochnimmst, dass du nicht kleine Bewegungen machst, sondern große Bewegungen. Da kannst du auch, wenn du möchtest, dein Buch weg, die Hände zur Seite, ein bisschen mehr Kontrolle über die Hüfte zu kriegen. Gut, dritte Übung. Wir haben übrigens 4 Ellenbogen unter die Schulter. Schultern über die Ellenbogen. Jetzt die Knie auf den Boden. Hüfte hoch, ihr kennt es wahrscheinlich schon, Unterarm stützt, drück dich mal weg vom Boden, sodass die Schulterblätter auseinandergehen. Und jetzt tippst du immer nur rechts und links mit dem Ellenbogen Richtung Boden. Jetzt ist die Frage, wie dick dein Buch ist. Je dicker, desto schwieriger wird es da, die Spannung zu halten. Du kannst auch gerne nur mit der Hand. Wichtig ist einfach nur mal den vierten Fixpunkt lösen. Gut. Schwerer wird es natürlich, je länger die Beine sind. Und jetzt nimmst du mal die Beine lang. Pass aber auf, dass du nicht einsinkst mit der Hüfte, sondern kippst deine Hüfte hier nach vorne, Bauch ist maximal fest und jetzt gehst du rechts und links. Aber du kannst auch gerne auf den Knien bleiben. Wichtig ist, hier, der untere Rücken, der darf nicht wegkippen. Rechts und links tief. Drück dich weg von deinem Buch. Drück das Buch in den Boden rein und wenn du mehr möchtest, wie gesagt, hier rechts und links. Die vierte und letzte Übung ist ein Seitstütz. Du darfst dein Buch in die Hand nehmen, Ellenbogen unter die Schulter, beide Knie 90 Grad. Schieb das Buch nach oben, langer Hebel geht natürlich auch. Ansonsten nimm das obere Bein lang, die Hüfte gestreckt und jetzt schieb die Hüfte tief. Und wieder hoch, tief und wieder hoch. Das Buch Richtung Decke, richtig schön lang. Schau auch, dass du hier nicht mit dem Ellenbogen irgendwo bist, sondern wirklich direkt unter der Schulter. Und dann schiebst du hier mal richtig schön auf und ab. Wir wechseln gleich zur anderen Seite. Einmal Seite wechseln. Und dann kommen wir schon zur Runde 2. Ich mache nochmal Pause, ich habe noch 5 Sekunden. Buch in die Luft, Schultern weit weg und hier tief und hoch, in Runde 2 wird es ein bisschen anstrengender, aber ich zeige dir schon mal, um was es geht. Du kannst das, den Arm nach vorne und das Gewicht somit nach vorne schieben, um dann noch ein bisschen mehr Rumpfstabilität zu fordern. Hüfte hoch, Hüfte tief, aber jetzt bleibt mir erstmal hier und gut. Gut, 25 Sekunden Zeit. Wir gehen in Runde 2 in den Käfer und da machen wir es natürlich von Anfang an ein bisschen schwerer. Komm auf jeden Fall mit. Wenn es dir zu viel wird, bleib bei Variante 1. Variante 1 war Hände gegen das Buch, Spannung halten, rechts und links tippen. Wir starten, Schultern weg, Druck aufs Buch und rechts und links zurück. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Puste hier ins Mikro rein. Richtig schön. Atmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Jetzt kannst du an deine Grenze gehen. Das heißt, hier nochmal ausstrecken, lang machen. Wähl deine Variante. Knie heran. Hüfte stabil, Schultern weit weg und los geht's. Gerade bei solchen Übungen ist man sicher nicht immer sicher, ob man richtig ist. Deswegen ganz, ganz wichtig, Kontrolle übers Becken, Lendenwirbelsäule stabil. Du kannst doch gerne mal bei meinen Zoom-Kursen vorbeischauen. Da kann ich dir auch ein paar Tipps geben, falls du mal Fragen hast. Hi. Gut, zweite Runde, Schulterbrücke. Die Hüfte kommt auf und ab. Du darfst gerne hier Grundspannung aufbauen. Das heißt, du drückst
mit der Hand gegen das Buch. Hier kommt die Hüfte hoch, Hüfte tief. Drück vom Boden weg. Und gleichzeitig hast du Spannung im Bauch, dadurch, dass du hier die Hände in das Buch reindrückst. Und Hüfte hoch. Und Hüfte hoch, Po fest. Wenn du mehr möchtest, bleib oben. Pulsier mal, Kleine. Einfach mal Puls. So nur bis zur Hälfte runtergehen. Oder eben einmal rechts, einmal links ran. Wir machen es nochmal ein bisschen schwieriger. Also die 25 Sekunden in dem kleinen Hebel. Immer Spannung. Und los geht's. Tief und hoch pushen. Und tief und hoch. Und immer die Nuss knacken. Ganz die Hüfte strecken. Ab geht's. 15 Sekunden noch. Und push. Wie wenn du das Buch Richtung Decke befördern möchtest. Wie wenn du es wegschieben möchtest. Trotzdem noch Spannung mit der Hand gegen das Buch. Wunderbar. Gut. In die Plank. Ab geht's. Die ist nicht so einfach. Aber kriegt dahin. Ellenbogen unter die Schulter. Knie aufstellen. Auch hier Hüfte fest und rechts und links tippen. Hier geht es immer darum, deine Körpermitte so stabil zu halten, dass sie sich nicht von rechts nach links bewegt. Der hätte ich auch immer mal wieder gerne jemand, der mich korrigiert, weil man hier nicht immer weiß, wo die Hüfte steht. Nächste Runde machen wir lange Hebel. Da ist es auch noch ein bisschen anstrengender wird. Aber geh immer an deine Grenze, immer 120% und dann wieder. Los geht's. Und rechts. Und links. Und auch hier, je breiter du stehst, desto einfacher wird's. Du kannst enger stehen, dann wird's anspruchsvoller. 10 Sekunden. Der Blick auf die Uhr. Mich etwas durcheinander gebracht hier. Gut. Huiui. Letzte Runde, Seitstütz. Jetzt in der schwierigen Variante. Hüfte hoch, es ist egal, mit welcher Seite du startest. Ellenbogen unter die Schulter. Und tief und hoch. Das Buch schiebst du nach vorne und komm wieder nach oben mit der Hüfte. Buch nach vorne und wieder hoch. Pass auf, dass du, obwohl das Buch nach vorne kommt, du mit dem Oberkörper nicht nach hinten wegkippst, sondern du bleibst gerade. Und die Hüfte geht auf und ab. Soll ja fordernd sein. Wir haben danach noch einen kleinen Finisher, der aus zwei Übungen besteht, die wir immer im Wechsel machen. Einem Vierfüßler und einem Schwimmer. So, los geht's. Letzten 25 Sekunden. Tief. Hoch vor unserem Finisher. Tief. Die Runde geht übrigens auch, sage ich jetzt noch ganz zum Schluss, mit einem langen Hebel. Aber da wähl wieder, wie gesagt, so wie es für dich passt. 5 Sekunden noch. Gut. Wir gehen in Bauchlage. Du kannst das Buch erstmal zur Seite packen, am besten hier neben dich. Deine Nasenspitze zeigt Richtung Boden, deine Schulterblätter maximal hier hinten zusammen. Wichtig ist, Pobacken fest und jetzt Blick Richtung Boden. 3, 2, los geht's. Du schiebst jetzt immer nur einen Arm nach oben über Kopf, immer rechts und links und bewegst dich so ganz leicht in die Seite. Wichtig ist, dass die Schultern weit weg sind, die Schulterblätter hier hinten zusammen und dann schieb über Kopf und komm wieder zurück. Über Kopf und wieder zurück. Du hast Spannung im Bauch, du hast Spannung im Rücken. So, jetzt dürfen die Arme richtig arbeiten. Du nimmst das Buch mal in die Mitte. Deine Hände vors Buch, deine Knie in einer Linie mit deinen Händen. Drück dich mit den Schultern vom Boden weg. Richtung Boden, Zehenspitzen aufgestellt. Level 1, einfach nur Knie anheben, absenken. Anheben, absenken.
Level 2, anheben, auf das Buch tippen, absenken. Anheben, abtippen und absetzen. So, Level 3, oben halten und immer nur tippen. Tipp, tipp und gut. Davon haben wir 3 Runden. Ich mache 3 Runden, andere Varianten des Vierfüßlerstands. Du darfst mal in Bauchlage zurück, Schultern weit weg, beide Oberschenkel weg. Es wird jetzt immer schwieriger. Einmal rechts, einmal links nach oben. Schulterblätter hinten zusammen. Wichtig ist deine Grundspannung. Lass die Schultern nicht hier oben unten, sondern schieb sie weit oben mit den Schulterblättern zack, zueinander. Nasenspitze tief und immer rechts und links hoch. So, es wird schwieriger. Level 1 war Knie anheben, absenken. Jetzt machen wir mit den Händen kleine Variationen. Und in Runde 3 darfst du das machen, was dich am meisten fordert. Knie anheben, du schiebst das Buch mal von rechts nach links. Mal unter dir durch. Ohne, dass deine Hüfte kippt. Ich wünschte, mein Buch rutscht besser. Schau, dass deine Hände nicht zu weit vorne sind, sondern für dich eigentlich fast unter die Brust. Dann stehen sie meist richtig unter der Schulter. Letzte Runde. Letzte Runde. So, nochmal Schulterblätter zusammen. Hier Daumen hoch. Anfangsposition. Oberschenkel weg. Zieh die Zehenspitzen weg. Pobacken knacken die Nuss. Und du schiebst dich rechts und links nach oben. Immer schön atmen. Und weit nach oben strecken, Schultern tief. Weit nach oben strecken, Schultern tief. Letzte Runde. Letzte Runde, Vierfüßler. Dann geschafft. Dann gibt es noch ein kleines Stretching hinterher. Und dann sind wir ready. Und letzten 25 Sekunden. Können wir nochmal Gas geben. Kommt drauf an, was für eine Matte man hat. Ob das gut rutscht oder nicht so. 10 Sekunden. Hüfte bleibt stabil. Geschafft. Gut, dein Buch darfst du zur Seite legen. Deine Arme mal lang. Dein Rücken rund. Und hier atmen. Richtig schön lang nach vorn schieben. Und hier mal kurz durchatmen. Komm mit rundem Rücken mal nach vorne mit der Hüfte tief. Und sanft mit dem Ellenbogen unter die Schulter, Schultern weit weg. Mal das Kinn Richtung Brust. Und den Kopf in den Nacken. Kinn Richtung Brust. Wie gesagt, nimm die Schultern weit weg von den Ohren. Sehr gut. Gut. Schieb dich wieder zurück in den Rundrücken und hier in die Kindsposition. Richtig schön lange Arme. Komm dann wieder mit rundem Rücken nach vorne. Und dann stellst du deinen rechten Fuß mal neben deine rechte Hand. Tauch mal hier mit der Hüfte ab und auch mit deinen Ellenbogen so tief wie es geht nach unten. Und von hier kommst du nach oben in den Halbkniestand. Schieb deine Hüfte vor und dehn mal in deine Oberschenkelvorderseite rein. Schau, dass du nicht im Hohlkreuz bist, sondern schieb deine Hüfte schön vor, dass du hier eine schöne Dehnung spürst. Dein linker Arm kommt über Kopf, mach dich hier lang und atmen. Schultern weit, weit weg von den Ohren. Gut, komm wieder zurück, die Hände wieder tief. Schieb dein Po nochmal nach hinten, mach den Rücken rund.
Und komm dann mit dem linken Fuß vor, Hüfte tief, erstmal mit dem Ellenbogen tief nach unten. Dann komm auch hier nach oben in den Halbkniestand, schieb die Hüfte nach vorne, hab einen Stretch in der Vorderseite, den rechten Arm über den Kopf, schieb dich hier lang zur Seite, atme. Und komm dann wieder nach hinten zurück, Hände nach unten und richtig schön tief reinsinken. Letzter Stretch rechts und links, noch für den Popo. Nimm dein rechtes Knie mal nach vorne, dein Unterschenkel kippt nach innen und dann schieb dein Po nach hinten bzw. dein Bein. Versuch jetzt einen schönen Stretch zu spüren im Gesäß. Wenn dir das wegen Knieproblemen oder so nicht machbar ist, dann kannst du gerne in eine Alternative kommen. Hier Knie anziehen, dass du eine Spannung spürst. Von hier nochmal kurz auflösen, nach hinten kommen, nochmal kurz in den Rundrücken, vom Rundrücken nach vorne, Knie nach vorn schieben, Nacken entspannen. Po-Spannung spüren, hier richtig schön reinfühlen und dann darfst du langsam wieder zurück, ein letztes Mal. Wir beenden heute das Training mit langen Armen, Blick Richtung Boden, runder Rücken und du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren. Und auf jeden Fall würde ich mich über einen Kommentar freuen von euch. Ein schönes Rückentraining, was mit Gewichten bzw. mit unserem Buch dann doch anstrengend wurde. Je nachdem, wie viel Gewicht du nimmst, je nachdem wird es noch mehr oder weniger anstrengend. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz arg viel Spaß beim Wiederholen vom Workout und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!